Hallo, was machen Sachen? Machen wir heute weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das ist jetzt der zweite Teil des Textur-Tutorials. Im ersten haben wir erstmal alles Nötige eingestellt, was wir für dieses Modell brauchen. Und jetzt machen wir Farbe drauf. Oder halt die Materialien. Ich werde euch in der Infokarte nochmal das erste Video verlinken, falls ihr das nicht gesehen habt. So damit ihr auch gucken könnt, was wir so gemacht haben. Wie gesagt, jetzt zeige ich euch, wie ich das texturiere, gerade wie man mit einer Emissive und einer Opacity Map arbeitet, was jetzt nicht schwer ist, aber man muss ja wissen wie. Und danach wird es einen dritten Teil geben, wo wir das, was wir jetzt erstellen, in Unreal übernehmen. In dem Unreal Part werde ich euch dann auch zeigen, wie man halt einen Glass Shader und einen Emissive Shader selbst basteln kann für Modelle, die halt nur einzelne Shader benutzen. Dazu dann halt später mehr. Ja, also weiter geht's! So, als erstes erstelle ich mir mal einen Folder für das erste Material. Metall lackiert. Die nenne ich mir jetzt einfach so, wie ich sie brauche, dass ich sie wiederfinde, dass ich auch mitarbeiten kann und falls ich irgendwann mal wieder das benutzen möchte, auch weiß, was ich da getan habe. Eine sinnvolle Benennung ist manchmal sehr wichtig, gerade wenn man an einem Projekt lange arbeitet, mit mehreren Leuten arbeitet, was halt öfters auch vorkommt in der Industrie. Oder wenn man halt das Modell später irgendwann mal öffnet und keinen Plan hat, was man da mal getan hat. So. Kommen wir zu den Materialien. Die sind einfach aufgebaut. Ihr habt hier an der Seite einen schönen Reiter. Wir brauchen jetzt die Materialien. Ich werde die Dinger hier nicht alle durchgehen. Sind Brushes, Materialien, Texturen etc. alles vorhanden. Ihr könnt euch gerne selber umgucken. Ihr könnt auch Substance Painter auf alle testen. Es gibt eine 30-Tage-Testversion. Braucht es einfach googeln oder ich verlinke es mal in der Videobeschreibung, wenn sich einer mal ausprobieren möchte, der ein bisschen sich mit 3D versucht. Ich finde, es ist echt ein super Programm. Es kostet auch nicht viel, wenn wirklich jemand sich mit 3D-Modellieren beschäftigt oder dann halt auch mit dem Texturieren, ist das echt eine super Sache, ein super Programm. Ihr kriegt auch ständig neue Updates und es wird halt monatlich bezahlt. So, wir haben jetzt erstmal, unsere Lampe ist ja ein lackiertes Metall, gibt es auch zum Glück als Standardmaterial angelegt. Die meisten von diesen Materialien sind standardmäßig in Substance Painter vorhanden. Mit Substance Designer kann man sich selbstständig diese Materialien auch erstellen, wenn man es denn möchte. Ich habe mir auch schon ein paar erstellt. Ich glaube, die sind hier nicht drin. Die habe ich einzelnen Projekten zugeordnet. Ja. Wie gesagt, man kann auch einzelne Sachen erstellen, wenn man spezifische Dinge braucht, die nicht angeboten werden und man die nie zusammenfriemeln möchte. So, hier haben wir unseren Painted Steel. Jetzt müssen wir erstmal sortieren. Ja, das ist irgendwie alles eingefärbt. Wir brauchen ja nicht alles. Unsere Scheiben sind ja kein lackierter Stahl. Also brauchen wir. Erstmal da rein. Also brauchen wir eine Trennung, eine Maske. Die lege ich in den Ordner ein, weil ich so auch später noch an den einzelnen Dingen was verändern. Ich kann Dreck hinzufügen oder nicht. Dazu kommen wir aber gleich. Oder später. Dann mache ich erstmal eine weiße Maske und sortiere das aus mit diesem schönen Pfeil nach dem Schwarz. Alles, was halt kein Metall ist. Hallo, funktioniert. Warte mal, die Stäbchen brauche ich auch nicht. Doof. Ich nehme den hier dann durch quasi alle Stücke zusammen. Der nimmt halt nicht die einzelnen Faces, sondern halt die kompletten, das komplette Objekt. So, das kann, das kann, das kann. Das ist Frickelarbeit. Ich muss jetzt da rein. Komm, funktioniert jetzt. Oh, es ist ein bisschen blöd. Ach, hat sogar schon aussortiert. Hat funktioniert. Du bist. Ja. Du bist Metall. Nicht, nicht. Oder ein anderes Metall. Da mache ich eine andere Textur drauf, um ein bisschen Unterschied reinzukriegen. Und die Schräubchen. Ja, die. Manövrieren muss gelernt sein und ist ja ein bisschen Übungssache. Also dünnen Objekten finde ich auch ein bisschen schwieriger. So, jetzt haben wir unser Modell eingegliedert. Wir gehen erstmal, das ist Metall. Ich ordne jetzt erstmal alle Materialien zu und dann sehen wir weiter. Farben und so weiter stimmen wir gleich ab. Jetzt wird erstmal einsortiert,
was ist was. Es ist, ihr nichts vergessen geht. Da wir hier quasi einfach nur eine Emissive Map draufhauen und keine großartige Textur, weil das ist bei einer Glühbirne nicht so vonnöten, jetzt da großartig Struktur drauf zu hauen, da sie ja einfach nur ein bisschen Licht von sich geben soll, durch die Scheiben etwas weniger sichtbar ist und jetzt weg halt wirklich das Leuchten ist, kann man hier einfach hingehen und einfach ein Fill Layer aktivieren, den wir dann bearbeiten können. Ich mache ihn aber nicht rot. Ich mache ihn ein bisschen kratzegelb. Black. So. Zack. So. Und dann brauchen wir noch. Im letzten Folder ist das Glas. Ich werde euch hier zeigen, wie man eine einfache Opacity in Substance Paint erstellt. Für die Unreal Engine werde ich halt aber separat ein eigenes Material erstellen, was jetzt nicht das gleiche ist wie das Material, was wir jetzt bauen. Ich finde einfach, in der Engine funktioniert das Material, was man selbstständig erstellt, ein bisschen besser, weil man dann noch andere Optionen hinzufügen kann. Man kann die Textur mit einbinden, nur dass ihr vorher schon Bescheid wisst und euch nicht wundert, was zur Hölle ich hier tue. Und hier auch halt das gleiche Sache wie hier. Wir machen keine großartige Textur drauf. Das reicht einfach nur eine einfache Fill-Layer. Glas. Ne, machen es mal blau. Warum nicht? Ändern wir später gleich ab. Ich will es einfach noch ein bisschen eintrennen. Hier auch wieder. Ne, funktioniert. Black Mask. Zack, zack. Ich kann eigentlich erst auch hier benutzen. Okay, alle 6 Seiten eingefärbt. Jetzt haben wir unsere Lampe grob eingeteilt. Wie, was, wo ist. Fangen wir mit dem Metall an. Ich finde das Blau persönlich jetzt nicht das Schönste. Dafür jeder machen, wie er will. Man kann diese ganzen Materialien auch super einfach selbst bearbeiten und manipulieren. Die meisten Reiter sind einfach zu benutzen. Sagt hier Farbe, kann man dann einfach was nehmen wir, was nehmen wir. Bei Lampen finde ich persönlich halt schön, wenn die auch irgendwo. Meistens sieht man die jetzt nicht dunkelschwarz, genau. Oh nein. Heute haben wir einen Hänger drin, dunkelgrau oder teilweise schwarz. Wenn ihr etwas realistisch machen wollt, ist das pure Schwarz jetzt nicht so von Vorteil. Nimmt lieber ein dunkles Grau mit eventuell einem kleinen Hauch von Farbe. Kommt meistens viel besser wie jetzt ein komplettes Schwarz. Das sieht oft sehr seltsam aus. Wenn ihr jetzt stilistisch arbeitet, kommt drauf an, was ihr macht. Da könnt ihr auch reines Schwarz benutzen, wenn es passt. Wie gesagt, da ist halt schwierig. Bei stilischen Sachen, die sind ja immer ein bisschen stilisiert. Und da kann man ja ein bisschen mehr verzerren. Beim realen kommt das ganz schwarz oder auch ganz weiß. Das wirkt immer ein bisschen seltsam. Es ist immer leicht grau, eine leichte Farbe mit drin. Es wirkt, so dumm es klingt, realer, wenn es ein bisschen Farbe drin hat. Hier, jetzt haben wir hier so ein schönes Dunkel. Mir gefällt diese Textur hier nicht so. Da kann man hier die Technik mit das noch ein bisschen bearbeiten. Ja, hier haben wir noch ein bisschen auf die Farbe eingehen. Ja, den habe ich hier gesucht. Das wird er sein. Nee, das war er doch nicht. Manchmal halt Try and Error. Hey, ich wollte ein bisschen weniger. Aber ich möchte das ein bisschen feiner haben. Also mache ich den Scale. Ja. Und nicht so bumpig. Da wir mit der Unreal Engine arbeiten und ich es weiß, dass die Unreal Engine die Normal Maps ein bisschen flacher hält, Sachen etwas bumpiger lassen, wie ihr eigentlich wollt. Zur Not kann man nachher was verändern und nochmal neu importieren, aber meistens ist es wirklich so, dass die Normal Map hier wirklich stärker ausgeprägt ist wie in der Unreal Engine. Auch die Farben sind ein klein wenig getweakt. Import ist immer ein bisschen anders. Das sind so ein paar Kleinigkeiten. Die merkt man dann halt mit Erfahrung, kriegt man raus, wie was verändert wird, wie etwas aussieht.
So, aber so finde ich das doch eigentlich mal ganz okay. Was wir machen können, um ein bisschen Diversität reinzubringen, sind diese Bumps hier etwas anders zu gestalten. Auch den hier. Dazu. Die sind ja hier in der gleichen Ordner drin, damit ich E-Mail sortiert habe. Mache ich hier auch wieder eine Mask drauf. Jetzt muss ich hier halt wieder einstellen. Jetzt brauche ich nur die Faces. Dann mache ich den hier. Ja, nicht zu viel. Ja, es ist halt immer so ein bisschen Prickelarbeit jetzt. Moment, machen wir es andersrum. Das ist einfach zu selektieren. Oh, da oben habe ich auch vergessen. Ja, manchmal ist es ein bisschen hin und her geprickelt. Du und du. Warte mal, ich bin doof. Funktioniert. So. Machen wir es nochmal andersrum. Das habe ich halt falsch umgedenkt. Zack. Zack. Und wieder weiß. Hallo, oh, falsche Taste. Das lasse ich nur. Das hier, das hier, das hier. Und der bleibt auch so. So, ich habe diese aussortiert. Jetzt kann man einfach hier STRG ist kopieren. Dann kann man Invert Mask. Jetzt haben wir die Sachen einfach umgekehrt. So. Und die hier ändere ich leicht. Ich mache hier die Roughness etwas höher. Jetzt reagiert das Licht anders. Wenn ihr auch so mit Roughness arbeitet, könnt ihr auch einstellen, nur die Roughness anzeigen zu lassen. Ich will keinen großen Unterschied. Nur so einen kleinen, so eine Abgrenzung. Auch die Farbe mache ich etwas heller. Das sind so Kleinigkeiten, die nicht auffallen, aber im Unterbewusstsein dann doch stärker vertreten sind. Ja, das ist so ein bisschen zu hell geworden. Allein das schon macht jetzt schon doch einen Unterschied. Und so kann man halt auch Sachen abtrennen, die wirklich einfarbig wären, wenn man einfach kleinere Unterschiede in der Roughness macht oder in der Farbe. So Kleinigkeiten machen es wirklich aus. So, der ist eingefärbt. Dann haben wir die Farbe jetzt erstmal abgeschlossen. Machen wir das normale Metall. Hybrid Rough. Das will ich ganz, so ganz lieber nicht haben. Mal gucken, wie sieht die Roughness aus. Also, so. Es ist schon mal, also bei der Roughness heißt helles matt, dunkles shiny. Also das hier ist schon mal ein bisschen shinier wie unser lackiertes. So nü mehr. Ja, so ist okay. So muss es gehen. Und ich möchte das nicht so hell haben. Die ganze Lampe ist ja schon recht dunkel. Ja, aber mir ins Bläuliche. Ah, so viel. So viel will ich nicht. So. Na, hier hat irgendwas nicht funktioniert. Okay, was hat da irgendwie nicht geklappt? Ach, das ist vom Vapen. Okay. Das kann passieren. Es kann jetzt auch sein, dass der beim Export weggeht. Das beim Normal Map Vapen kann das halt ohne Cache passieren. Ich gucke beim Export mal, wie es aussieht. Wenn nicht, muss ich es nochmal neu vapen. Sowas passiert halt öfters mal, wenn man ohne Cache baked. Aber ich wollte es ja schnell machen. Ich war faul. Hab ohne Cache gebaked, da passiert sowas. Ja, schön shiny. Obwohl ein bisschen zu shiny. Mal so nie runter. Okay. So. Dann machen wir jetzt als nächstes unser Glas. Dass wir vielleicht auch eine bessere Sicht auf unsere Glühbirne haben. Hier auch. Wie gesagt, hier mache ich es. Ich zeige euch, wie man da erstellen kann. Mache dann später eine Alvin Engine, meine eigene. Hier machen wir auch so eine Farbe drauf. So ein bisschen Farbe tut ja gut. Wie gesagt, reines Weiß wird seltsam. So ein bisschen Gelb drauf.
Wir brauchen weder eine Height noch eine Roughness. Metall auch nicht. Bei der Metallmap ist auch wichtig. Es geht entweder nur, es ist Metall oder es ist nicht Metall. Diese Graustufen funktionieren im realen Leben nicht. Es ist entweder Metall oder es ist kein Metall. Sachen können sehr seltsam wirken. Es ist wirklich, die werden höchstens dann verwendet, wenn ihr irgendwas habt aus Metall, wo wirklich stickert Staub drauf ist oder so. Ansonsten kein Grau in der Mittelmap. So, Normal Map auch nicht. Opacity brauchen wir. Ich sortiere mir das erstmal aus, was ich brauche. Farbe haben wir drauf. Und hier dann auch einfach Opacity. Wie viel wollt ihr durchsehen? So eine Straßenlaterne. Ja, die sind auch schon ziemlich durchsichtig. So kann man das doch erstmal stehen lassen. So, ja, so einfach ist das. Opacity Map. Eine simple, einfache gemacht. So, und dann haben wir unsere Glühbirne, die so schön gelb ist. Wir brauchen keine Height, keine Roughness, keine Mittel. Normal wollen wir auch nicht bearbeiten. Die Opacity wollen wir auch nicht bearbeiten. Obwohl wir das bei einer Glühbirne machen könnten. Wenn man die jetzt direkt sehen würde, wäre das sinnvoll, wenn man die so leicht transparent macht. Aber wir haben ja schon ein Glas davor. Da fällt es selten auf. Kommt eher durch Überschneidung, weil man die N-Engine, also kommt eher zu Überschneidung der Aluminium-Engine, wenn man halt zwei Glasdinger ineinander stehen hat. Das hat die nicht so gern. Das finde ich ein bisschen doof. Kommt manchmal zu komischen Verwirrungen, deswegen bei Glühbirnen in der Unreal Engine habt ihr Glas davor, lasst die Opacity aus, habt ihr kein Glas davor, könnt ihr es leicht Opacity anmachen. So, ich will jetzt aber die Farbe dann noch mal ein bisschen abändern. So ein bisschen mehr ins Orangene rein, ins Hell. Ja, es sieht auch sehr zweifelhaft aus, meine Glühbirne, muss ich gestehen. Einfach hier einleuchten. Die Intensität ist halt helle Sache, leuchtet hell. Guckt, dass ihr die halbwegs ähnlich habt. Auch eine auch die Emissive Map werde ich in der Unreal Engine extern nochmal bearbeiten, dass die etwas kräftiger leuchtet. Aber so eine Grundfarbe ist einfach. Ich werde euch zeigen, wie ihr die ihr habt, benutzen könnt und eventuell verstärken könnt. Ich will auch zeigen, gerade bei so einfarbigen Sachen, wie eine komplette Emissive Map für euch macht. Ohne, dass ihr da großartig Textur erstellen müsst, quasi ein Material in der Unreal Engine. An für sich haben wir unsere Sache jetzt fertig. Wir haben es überall so ein bisschen Farbe drauf. Was jetzt ist, bei realen Sachen kommt es immer gut, auch wenn sie neu sind, wenn sie nicht großartig schmutzig sein sollen, trotzdem an Kanten und so weiter ein bisschen Dreck einzufügen. Ist auch nicht so schwierig. Dann gehen wir nämlich erstmal. Du störst mich da unten. Haben wir unser lackiertes Metall. Dann gehen wir hier rein in den Ordner. Dazu habe ich die Ordner auch angelegt. Machen wir einen Fill Layer. Lass ihn jetzt erstmal weiß. Dann haben wir hier so Smart Masks. Die maskieren was aus. Dann gibt es die verschiedensten Sachen. Da ist wieder, je nachdem, was ihr machen wollt, verschiedene Variationen. Ich will jetzt einfach nur ein bisschen Dreck so an die Kanten machen. Ich will jetzt auch keinen großartigen Schaden oder sowas da reinmachen. Es gibt welche, die arbeiten auch mit Heightmaps zusammen und Normalmaps zusammen, wo man dann halt kleine Kratzer, Dellen etc. reinhauen kann. Aber wir benötigen nur etwas Dreck. Dann nehmen wir. Meistens funktioniert bei sowas Edge das ganz gut. Der wird einfach auf den Fill Layer gezogen und sollte nicht das tun, was ich erhofft habe. Das passiert auch etwas. Ah, okay. Wieso tut er nicht das, was ich will? Ja, manchmal halt Try and Error, bis man das hat. Ich habe jetzt auch nicht im Kopf, wer was tut. Wer wie reagiert. Wie reagierst du? Was machst du? Ah, da haben wir doch ein bisschen. Ah, da haben wir doch unseren Dreck. Der haut auch ein bisschen hier Dreck drauf. Okay, das lassen wir jetzt erstmal so. Obwohl, der gefällt mir auch doch nicht so. Also,
Weg mit dem Dirt. So. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen hin und her ausprobieren, bis man ein Material gefunden hat, was so gut, was man möchte. Ups. So. Man kann jetzt so. Wenn ihr jetzt einen habt, der so grob tut, das, was ihr euch vorgestellt habt, geht es jetzt darum, die Feinheiten abzustimmen. Und eben auch auf den. Ja, gehen wir auf die Maske selbst. Dann können wir hier so die Sachen einstellen. Ich will ja nur so ein bisschen weg. Wie gesagt, merkt auch unten, ist immer ein bisschen mehr Dreck wie oben. Das hat halt die Natur der Dinge so an sich, dass der Dreck bald unten ist. So, ein bisschen. Oft ist es gerade am Anfang mehr so ein Testen und Probieren. Momentan bei mir auch Testen und Probieren, bis halbwegs das passiert, was man möchte. Das sieht doch an für sich schon. Okay, das hier oben gefällt mir nicht. Das hier funktioniert. Also hier, das funktioniert nicht. Die Maske an sich kann man selbst nicht wegradieren. Was man machen kann. Man macht einen neuen Ordner auf. Packt den da rein und in den Ordner macht man nochmal eine Maske. Hallo, wird das so funktionieren? Also einmal den Dreck benennen. Und hier kann man dann auch wieder eine weiße Maske. Und dann radieren wir quasi. Oder ja, mal das weg. Wo haben wir es denn? Hier. Dazu ist halt am besten, wenn man jetzt nicht wie ich die Maus nimmt, das ist zu stark, sondern wenn man ein Grafiktablett hat, nur habe ich jetzt eins dummerweise nicht dabei. Und ich mache das jetzt alles mit der Maus, so ein bisschen drüber hat. Ja, kann mal ein bisschen komisch sein. So, okay, jetzt haben wir einen Dreck ein bisschen drin. Den finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, dass der so stark ist. Und so wird ein bisschen Dreckkratzer vermittelt. So ein bisschen ist okay, aber nicht so stark. So kann man halt auch nachträglich die Masken noch mal ein bisschen bearbeiten, weil direkt auf der Maske könnt ihr nicht radieren, das funktioniert nicht. Oder nochmal neu zeichnen. Aber mit dem Trick funktioniert das ganz gut. So, jetzt haben wir halt unseren Trick weiß. Das ist ja dann auch irgendwo Blödsinn. Den können wir auch nochmal verändern. Wir brauchen keine Heightmap, also keine Höhe. Wir brauchen die Roughness will ich noch bearbeiten. Metall ist kein Metall, das ist normal. Also wenn ihr die ausschaltet, nimmt ihr immer die Einstellung von dem Material unten drunter. Opacity und Emissive brauchen wir jetzt auch nicht. Wir wollen ja nicht durchgucken. So. Wir können ein bisschen Rostfarben machen. Ein bisschen mehr ins Orange. Was man auch machen kann, wenn man jetzt hier nicht so rumgefummelt haben möchte. Wir haben auch wie in Photoshop verschiedene Layer, die funktionieren eigentlich genauso. Multiply. Das ist so quasi mein Lieblingslayer. Der mischt das quasi alles in. So, so ein bisschen. Es ist immer auch wieder hier. Die Sachen sind ja nicht so massiv dreckig. Die sollte man nicht ganz so sehen. Hier kommt auch wieder viel auf, aus der Roughness. Die kann man uns ja ansehen. Ja, die Sache ist halt, ein Dreck ist nicht shiny. Meistens zumindest nicht. Der Dreck sollte immer heller sein. Also in der Waffe heller sein, dass er halt dunkler wirkt. Wenn man jetzt kein Glitzer drauf streut, ist Dreck meistens nicht so glitzernd. Material. So. Mal gucken, wie es weiter hier unten aussieht. Ja, hier ist die Farbe irgendwie ein bisschen unglücklich gewählt. Noch etwas dunkler, weniger orange vielleicht.
Ja, so sieht man so ein bisschen Dreck. Wie gesagt, es soll nicht großartig auffallen, die soll jetzt nicht alt aussehen. Ich könnte jetzt auch Kratzer, Dellen und sonst was reinhauen, will ich aber nicht. Auch so ein bisschen Dreck sollte man immer reinmachen, das wirkt einfach realer. Dann können wir ja auch die Glühbirne an sich, könnte man auch Dreck drauf machen, aber da die ein Glaskasten ist, müssen wir das nicht. Aber beim Glas können wir auch ein bisschen Dreck drauf machen. Dann hier auch. Machen wir einen neuen. Falscher Layer, einen neuen Fill-Layer. Dann machen wir es hier unten ein bisschen dreckig. Und eventuell die Kanten. Am besten wäre dafür, glaube ich, Dirt Ground. Der fängt unten an. Ja, und das funktioniert auch schon ganz prickelnd. So ein bisschen Dreck hier unten und überall so ein bisschen Spritzer drauf. Das sieht auch okay aus. Jetzt machen wir noch eine andere Farbe. Oh, hier ein bisschen rot. Ein bisschen rot. Ich wollte einfach ein bisschen orange. So ein bisschen dunkel. Dann machen wir auch dunkel bleiben. Nee. Weit. Das ist zu hell. Oh, Darken ist ganz gut. Darken funktioniert doch hier als A. Und hier auch wieder Hide wollen wir nicht manipulieren. Die Roughness machen wir gleich. Metall brauchen wir auch nicht. Wir wollen das auch nicht manipulieren. Opacity. So, dann hier auch wieder. Gehen wir erstmal in die Roughness. Recht hell. Generell die ganzen Layer sind von der Roughness doch recht hell, recht shiny. Man sollte sie eigentlich, meiner Meinung nach, finde ich es besser, wenn man die einfach Mitte stellt, aber sie sind ein bisschen shiny. Aber man kann sie ja problemlos umschalten. Das mache ich jetzt nicht ganz so rüber. Dann gucke ich jetzt nach der Opacity, dass wir die abstimmen. Hier auch wieder Opacity, umso dunkler, umso weniger kann man durchgucken. Trick kann man ja ein bisschen besser sehen die Scheibe, also das ist ein bisschen heller. Und dann gucken wir mal, wie das Material reagiert. Das sieht doch okay aus. Sollte auch beim Exportieren, müsste funktionieren. Und jetzt haben wir nur noch unsere Metallstäbchen. Da auch wieder das gleiche Spiel. Machen wir die Kanten ein bisschen dreckig. Gleiches Spiel wieder. Ein Fill-Layer rein. Und dann sehen wir weiß erstmal. Ja, müsstest du funktionieren. Nee. Hier haben wir doch was. Du machst auf jeden Fall ein bisschen dreckig. Der funktioniert okay. Der ist auch eigentlich gut verteilt. Ein bisschen. Ich wollte nicht so viel. Okay, die lasse ich jetzt erstmal umgestellt. Und hier haben wir auch wieder die Fehler durchs Nicht-Baken mit dem Cage. Der konnte das nicht auseinanderhalten zwischen der Stange und dem Metall. Deswegen mit Cage backen macht schon mehr Sinn, aber wenn man faul ist und es schnell gehen soll, funktioniert das auch. Hat man halt, muss man halt damit rechnen, dass man solche Fehler reinhaut. Aber das sind so Stellen, die fallen an für sich weniger auf, je nachdem wo das Modell steht. Aber wenn man es halt vernünftig macht, nimmt man eine Cage und erstellt sich eine Cage. Ich werde auch demnächst mal zeigen, wie das funktioniert mit dem High Poly, Low Poly und halt dem Cage auch fürs Bacon. Ich habe eigentlich den Gaut von hinten aufgezäumt, aber egal, das kommt dann alles nach und nach. Oben ist auch nicht an einem Tag erbaut worden.
So, was wollte ich jetzt? Ich wollte die Farbe ändern. Metall. Machen wir das ein bisschen dunkel. Halt nicht. Machen wir es hier an Metall. Deck ist nicht metallisch. Halt, dann stimmt das doch. Metall lassen wir 0. Normal weg, Opacity. Dann ist es weg. Ja, wieder Dreck ist nicht metallisch. Bisschen mehr ins Orange, das kommt beim Metall eigentlich. Ja, erinnert an Rost. So ein bisschen Orange ist nicht verkehrt. Das ist okay. So. Wir haben unsere Lampe dextauriert. Yay. Die sieht in Substance Painter so aus. Das speichern wir auch. Sollte man auch vorher mal machen. Macht Sinn, das Zeug zu speichern, auch regelmäßig zu speichern, falls das Programm abstürzt. Ich hatte jetzt bei Substance Painter weniger das Problem, dass es abstürzt. Höchstens mal beim Bake, dass sich das Programm verabschiedet, aber ansonsten nicht. Aber sicher, sicher. Jetzt exportieren wir es. Dann kommen auch Export Textures. Können wir uns auch aussuchen. Ja, ich habe es nicht benannt. Das ist die momentane Auflösung. Die können wir auch beibehalten. Also hier die Auflösung. Man kann hier auch mal noch kurz verändern. Hier kann man runter reduzieren. Da muss man halt eben abstimmen, was braucht man. Was haben die anderen Modelle? Man muss es immer so... Man muss es auch immer ein bisschen abstürzen, was man braucht, was angezeigt werden muss. Auch, dass die Modelle, die man in einer Szene hat, so ungefähr die gleiche Auflösung haben. Dass die, ja, so sieht das ein bisschen seltsam aus. Hat man eine Lampe, die hat halt eine Auflösung, hat halt eine 2K-Textur mit einer ziemlich guten Auflösung und daneben hat man dann halt ein Straßenschild, das hat nur eine 1K-Textur als Auflösung. Die sieht dann manchmal ein bisschen blurry aus, dass halt alles so ein bisschen aufeinander abgestimmt ist. So, wie gesagt, 2K ist in Ordnung. Ich habe jetzt keine Szene für die. Ich könnte sie dann halt zum Glück anpassen. Etwas geringere Auflösung, etwas höhere Auflösung lässt sich im Nachhinein hier problemlos einstellen, da die ganzen ja keine Bitmaps, sondern ja, ein Algorithmus quasi sind. Ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll. Das ist keine Farbe an sich. Für die Pinsel weniger, aber die ganzen Materialien lassen sich in alle möglichen Größen skalieren, ohne dass du Lust hast. So, okay. Einmal Export Textures. Ich habe hier schon die Unreal Engine ausgesucht. Je nachdem, wofür ihr diese Textures benutzen wollt, könnt ihr hier bestimmt was finden. Wenn ihr jetzt nichts Spezifisches haben wollt und flexibel sein wollt, auch wieder im PBR rausrendern. Wir haben es doch PBR Metal Rough oder Special Gloss. Ich persönlich bevorzuge Metal Rough, aber ist halt mehr eine persönliche Präferenz. Wenn ihr halt was Bestimmtes habt, woraus ihr die, wofür ihr die rausrennen möchtet, wie in unserem Fall Unreal Engine, ich nehme die Packed-Version, weil dann gute Materialien zusammenfügen, das sehen wir gleich. Auch hier, PNG ist okay. Bits würde ich erhöhen, weil wir eine Opacity haben, aber ich bevorzuge lieber Targa, damit lässt sich gut arbeiten, die sind verlustfrei. Dann halt Export. Er exportiert die. Open Folder. Das ist das praktische am Substance Painter. Der öffnet die direkt in Pfad, wo du sie gespeichert hast. Hier haben wir halt unsere Base Color, Emissive Map, eine Normal Map und die gepackte Map. So, exportiert. Kein Problem.
Jetzt haben wir alle Maps fertiggestellt und auch exportiert. Im nächsten Video geht es dann weiter mit der Unreal Engine. Dort werden wir dann alles importieren und verarbeiten. Und dort werde ich euch zeigen, wie man unterschiedliche einfache Shader erstellen kann. Sprich halt den normalen Basic Shader, den man für fast jedes Asset verwenden kann. Dann halt einen Glass Shader. Einmal nur mit Opacity und dann noch einmal mit einem Fresnel-Effekt. Und auch einen Emissive Shader. Man sieht sich im nächsten Video. Und dann geht's weiter. Einen schönen Tag noch. Tschüss.